Ja, hallo Leute, herzlich willkommen bei einem weiteren Tutorial-Video von mir von Eintopf. Heute schauen wir uns alle Positionen der Templer an in Damaskus und wir beginnen hier im Abendviertel auf der linken oberen Seite mit unserem ersten Templer. Nicht wundern, dass es gleich sagen wird 31 von 60. Es ist so, dass die Templer einen insgesamten Zähler haben, das heißt die 30, die wir bereits in einem vorigen Video gesehen haben im Thema Königreich zählen ebenfalls. Das heißt, das ist der erste Damaskus, aber der 31. insgesamt. Hier seht ihr nochmal die Position und wir begeben uns dann direkt zu den weiteren zwei Templern im Armenviertel. Den zweiten findet ihr hier. Ich befinde mich ein bisschen über ihm und ihr seht gleich auch die Position auf der Karte. Das ist so im mittleren, unteren Bereich, relativ in der Nähe von unserem Verbindungsmann, den wir auch kennen. Ist so ein bisschen in so einer abgelegeneren Gasse, aber ebenfalls eigentlich relativ einfach zu finden. Und diesen haben wir in diesem Zuge dann ebenfalls erledigt. Wie ihr seht, 32 von 60, das heißt 2 von 10 in Damaskus und insgesamt der 32. Templer, den wir erlegt haben. Dann gibt es noch einen weiteren im Armenviertel, den sehen wir hier jetzt. Ich stehe so ein bisschen hinter der Wand, damit der mich nicht direkt angreift. Bei den Templern müsst ihr immer ein bisschen aufpassen, denn die haben es eigentlich direkt auf euch abgesehen, wenn ihr euch denen nähert. Ich zeige euch hier nochmal so die Umgebung und ihr geht dann sozusagen durch diese kleine Seitengasse hier rein. Es ist gleich links auch noch eine Gasse, durch die könntet ihr auch hineingehen. Und ja, da haben wir also den Templer vor uns. Die sind normalerweise auch, wenn sie euch angreifen, relativ einfach zu besiegen, indem ihr einfach einen Angriff vor denen countert und diese dann entweder durch Wechsel auf die versteckte Klinge oder aber auch durch einfach Schlagen mit dem Schwert ausschaltet. Ich zeige euch hier gerade nochmal gleich die Position. Da seht ihr es rechts oben im Armenviertel. Dort haben wir also Templer Nummer 3 in Damaskus. Jetzt begeben wir uns in einen anderen Stadtteil und zwar das Nobelviertel. Dort finden wir insgesamt 4 von den 10 Templern, die es in Damaskus gibt. Und den ersten findet ihr hier relativ nah am Ausgang zum Königreich aus dem Nobelviertel. Und da steht er einfach an eine Wand, wie ihr es hier seht, und ist ebenfalls relativ einfach auszuschalten, wenn ihr euch dem ein bisschen, ja, geschickt nähert. Dann haben wir also den vierten Templer bereits hinter uns gebracht und dann fehlen uns jetzt hier im Nobelviertel noch 3 Stück. Hier seht ihr nochmal die Position. Ein weiterer befindet sich so ein bisschen schwieriger zu finden. Also ihr müsst auf ein Haus klettern und dann von oben euch eigentlich reinfallen lassen. Ich glaube, es gibt da, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, gar keinen Eingang in dieses Haus. Oh doch, doch, von vorne. Aber dann könnt ihr natürlich nicht unentdeckt ausschalten. Der befindet sich also auf der, ja, auf der linken Seite dieses Gebietes und ist letztlich ja ebenfalls dann relativ einfach auszuschalten. Genau, und da seht ihr es, man kann das Haus tatsächlich auch durch einen Ausgang ganz normal verlassen oder aber auch betreten. Also, so, den sechsten Templer, ebenfalls noch im Nobelviertel, findet ihr ein bisschen unterhalb dieses großen Palastkomplexes. Ihr seht es hier, ebenfalls in so einer kleinen Gasse. Und ja, der ist eigentlich relativ einfach auszuschalten, weil er auch tatsächlich so ein bisschen ungünstig steht, sodass ihr ihn einfach von hinten auch eliminieren könnt. Damit sind wir beim 6. von 10, die es in Damaskus gibt. Und ich habe euch gerade nochmal gezeigt, den Palast, der da ein bisschen nördlich von unserer derzeitigen Position ist. Und da seht ihr eigentlich auch so ein bisschen gut, wie ihr da reingehen könnt. Der 7. und letzte Templer hier im Nobelviertel befindet sich relativ am südlichen Rand des Nobelviertels und neben dieser anderen großen Palastanlage, die wir da auf der linken Seite sehen, wo, sofern ich mich erinnere, auch einer der großen Bosse dieses Spiels uns erwartet. Und dort findet ihr halt diesen Templer ebenfalls in einer kleinen Gasse und der ist ebenfalls relativ einfach auszuschalten. Ja, hier nochmal die Position am unteren Ende, wie gesagt, des Nobelviertels. Jetzt begeben wir uns ins Bürgerviertel, da sind die restlichen verbleibenden 3 Templer zu finden. Den ersten findet ihr hier relativ nah von unserem letzten Templer, ebenfalls in einer kleinen Gasse unterhalb von euch und diesen könnt ihr ebenfalls relativ einfach ausschalten. Ja, gibt es eigentlich nichts groß weiter zu sagen. Hier habt ihr nochmal die Position
Und genau, es kann auch sein, dass der euch schon mal während der Mission, wenn ihr Bürger gerettet habt, angreift, weil das ist manchmal eine Position, wo die das gerne tun. Hier haben wir den 9. Templer, der befindet sich hier sozusagen in der Mitte des Bürgerviertels, ein bisschen am nördlichen Rand, auf einem Dach. Da habe ich tatsächlich auch ein klein wenig gesucht. Ihr seht es ja hier, ich bin hier ein Stockwerk nach oben geklettert, weil sonst findet man den nicht unbedingt. Außer man hat zufällig gerade angefangen, sich mit Wachen da unten zu prügeln. Dann kann es sein, dass er euch mal angreift. Aber sonst ist die Position schon mit die versteckteste hier in diesem ganzen Teil. So, jetzt sind wir bei dem Templer Nummer 10. Ihr seht ihn da bereits durchs Fenster. Ich habe mich hier mal auf die Bank gesetzt, um ihn einfach ein bisschen anzuschauen. Der letzte Templer im Bürgerviertel und auch der letzte Templer in Damaskus ganz allgemein. Den findet ihr hier auf der rechten Seite der Karte, also im östlichen Gebiet des Bürgerviertels. Und diesen werdet ihr sehen, schalte ich wieder mit dem alten bewährten Trick aus. Einfach kurz kontern, dann mit der versteckten Klinge ausschalten. Und damit haben wir alle 10 Templer, die es hier gibt, in Damaskus gefunden. Und ich sehe euch dann im nächsten Video wieder, im nächsten Tutorial-Video. Ich hoffe, euch hat dieses Tutorial-Video gefallen. Lasst bitte ein Abo da. Macht's gut, bye bye, wir sehen uns.